Weißer Pakt ist manchmal schon aggressiv im positiven Sinne und das ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolges. Er ist einfach reingegangen, die Aktie ist hochgeknallt. Alle Ratschläge, die er uns zum Management geben konnte, waren für uns nichts wert. Herr Weiser-Prett hat dazu beigetragen, dass das alte Management abgelöst wurde. Der Druck ist immens auf die Beschäftigten. Den interessiert das Unternehmen als Ware. Wir waren die Belegschaft und wir mussten doch auch handeln. Er ist eigentlich für uns ein stabilisierender Faktor. Guy Weiser-Prett. Amerikanischer Firmenjäger mit Vorliebe für den französischen und deutschen Markt. Eine Heuschrecke auf Beutezug. Europäische Manager brauchen keine Angst vor uns zu haben, solange sie auch an die Aktionäre denken, statt deren Interessen mit Füßen zu treten und sie zu vergessen. Guy Weiser-Prett kämpft seit 3 Jahrzehnten für die Interessen der Aktionäre und seiner eigenen. Manager, die sich ihm dabei in den Weg stellen, attackiert er. Seit den 90er Jahren hat er europäische Firmen im Visier. Es gibt viele unterbewertete Unternehmen in Europa. Und der Versuch, sie zu mehr Wert in Form von Dividenden oder Marktpreis zu treiben, ist ethisch und verantwortungsvoll. Damit hilft man den eigentlichen Eigentümern einer Firma, den Aktionären. Denn ihnen gehört sie, nicht den Managern. In mehr als 40 deutsche und französische Firmen hat sich Weiser-Prett bisher eingekauft. Häufig nur für ein paar Monate, manchmal für ein paar Jahre. Meist trieb er den Aktienwert nach oben. Es sind gerade gute Bedingungen für uns in Europa. Aktien werden günstiger verkauft als bei uns. Und anders als in den USA reichen in Europa gesetzlich 51% der anwesenden Stimmen für eine Entscheidung bei der Aktionärsversammlung. Außerdem gehen die meisten Aktionäre in Europa nicht zur Hauptversammlung, sodass man mit einer kleinen Koalition und wenig Stimmenanteil viel erreichen kann. In den USA dagegen ist es schwierig, weil durch die elektronische Abstimmung 99% der Aktionäre wählen. Das macht einen großen Unterschied. Guy Weiser-Prett ist Vorreiter unter US-Investoren, die sich auf Europa konzentrieren, seit sich dort die traditionelle Verflechtung zwischen Banken und Unternehmen auflöst und mehr Fremdkapital benötigt wird. Doch Weiser-Prett sieht sich nicht nur als Anwalt der Aktionäre, sondern auch als Missionar einer Aktionärskultur, die es in Europa bisher nicht gibt. Europäische Manager besitzen in der Regel keine Aktien des Unternehmens. Deshalb geben sie sich oft wenig Mühe. Hauptsache, ihr Gehalt stimmt. In der angelsächsischen Kultur dagegen existiert ein Bewusstsein für das Steigern des Aktienwerts. Die Mehrheit der Bürger besitzt hier Aktien, direkt oder indirekt über die Rentenfonds. Anders als auf dem europäischen Festland. In Deutschland zum Beispiel gibt es bei 85 Millionen Einwohnern nur 4 Millionen Aktionäre. Das Erste, was sich ändern muss, ist, dass die Aufsichtsratsvorsitzenden sich gegenüber den Aktionären verantworten. Der Aufsichtsrat ist der einzige Garant, den Aktionäre haben. Aber in Europa, wo es keine Aktionärskultur gibt, schlafen die Aufsichtsräte oft. Es gibt kaum jemanden, der sie zu ihren Pflichten zwingt, außer wenn Leute wie ich kommen. Hier an der Wall Street hatte schon Guy Weiser-Pretts Vater Geschäfte gemacht, nachdem die Familie bei Kriegsende von Frankreich in die USA ausgewandert war. €450 Millionen wert ist heute der Fonds der Weiser-Prett Management Company, an dem Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen und Privatleute beteiligt sind. Er selbst besitzt einen Anteil von 10%. Börsianer weltweit fühlen sich allein dem Kurswert der Aktien und der Interessen ihrer Besitzer verpflichtet. Alles andere steht dahinter zurück. Wenn Probleme auf dem Finanzmarkt entstehen, empfinde ich einen starken Druck, weil ich die Investoren meines Fonds schützen muss. Und ich erwarte von den Managern der Firmen, in die ich investiere, dass sie dasselbe tun. Eigentlich spiele ich die Rolle eines Flötenspielers, des Rattenfängers von Hameln.
Ich sammle die Aktionäre hinter mir, damit sie verlangen, jetzt ist es genug, es ist Zeit, an uns zu denken. Wir besitzen eine Stahlfaust, die allerdings in einem Samthandschuh steckt. Wir bemühen uns zuerst um Harmonie und versuchen auf freundliche Weise, die Manager von dem Wechsel zu überzeugen, den wir für richtig halten. Wenn aber nach einer Weile nichts passiert, streifen wir den Handschuh ab. Politiker und inkompetente Manager benutzen uns als Sündenböcke, wenn sie uns Heuschrecke nennen. Das ist eine Heuchelei, denn sie selbst sind die größten Heuschrecken, wenn sie das Vermögen der Aktienbesitzer fressen. Sie haben einfach ein verlogenes Wort geschaffen, um zu sagen, Achtung, hier kommen die Barbaren und attackieren uns. Aber wem gehört denn das Schloss? Uns, den sogenannten Barbaren. Die Weiser Bread Management Company. Ein Dutzend Mitarbeiter, stets auf der Suche nach unterbewerteten Unternehmen, meist europäische Konglomerate. Ist der errechnete Wert aller einzelnen Sparten einer Firma höher, als es der Aktienkurs widerspiegelt, gilt sie als potenzielles Ziel. Nach Ansicht Weiser Breads liegt eine Unterbewertung entweder an einer falschen Managementstrategie oder der Struktur einer Firmengruppe. Es ist Zeit, dem französischen Ölförderer Morelleprom Dampf zu machen und über die Medien Druck zu erzeugen. Sie haben zum niedrigsten Dollarkurs verkauft, nachdem sie teuer gekauft hatten. Entweder sie stehen morgens nicht früh genug auf oder sie trinken etwas. 211 and 3/4 bid offered at 212, so we're away. We're at a half. Hit this? Yeah. Wenn Manager Wert auf dem Markt zerstören, stehlen sie Geld, auch wenn nichts dabei in ihre eigenen Taschen fließt. Sie nehmen einfach den Aktionären ihr Geld weg. Und das ist etwas, wogegen ich empfindlich bin. Das nenne ich Machtmissbrauch. Und das geht zurück bis in meine Kindheit. Wir haben in Frankreich den Krieg erlebt und als wir in die USA auswanderten, waren meine Eltern als Fremde in einer neuen Kultur einfach ängstlich und projizierten das auf uns Kinder. Ich glaube, viel von meinem Auftreten heute hat damit zu tun. Ich habe mich diesem elterlichen Druck entzogen, immer vorsichtig und unauffällig zu sein und kein Risiko einzugehen. Irgendwann habe ich meinen Eltern gesagt, das ist nicht meine Art. Seine Angriffe leitet Weiser Brett, ein ehemaliger Offizier des US-Marinekorps, von der Militärtaktik ab. Überraschung, Tempo, Courage, Aufsplitten der Entscheidungsgewalt, Schaffung von Allianzen, Schwächen des Feindes und kombinierter Waffeneinsatz. Über ein dichtes Informantennetz erhält er Hinweise auf kursschwache Firmen mit Wachstumspotenzial. Die Strategie: Er kauft sich mit geringem Anteil in ein unterbewertetes Unternehmen ein und erzwingt mit Hilfe von Fachpresse und Aktionärsallianzen einen Kurswechsel des Managements. Damit soll dann der Aktienwert steigen, mal durch Abwahl des Vorstands, mal durch Zerschlagung des Konzerns. Da steckt richtig Wert drin. Man muss nur ein bisschen Druck ausüben, so wie wir es mit TUI gemacht haben. Mit Hilfe vom Großaktionär Fredriksen. Du warst doch schon mal aggressiver. Brauchst du etwa einen Teufelshund, der dich hetzt? That'll be fun. Weiser Brett vertritt einen ungezügelten Kapitalismus. Zu seinem Kreuzzug treibt ihn der Glaube an die regulierende Kraft des Aktienbesitzes an, mit dem alle Beteiligten eines Unternehmens gesegnet werden sollen. Auch die Arbeitnehmer, auf die so ein Teil des Risikos abgewälzt wird. Unternehmen, an denen nicht nur Bosse und Manager, sondern auch Arbeiter Aktien oder Firmenbeteiligungen besitzen, motivieren alle, das Boot in dieselbe Richtung zu rudern. So schafft man Wert.
Sein 5 Hektar großes Anwesen mit Herrenhaus, Garten im Versailles-Stil und einem Wäldchen, das Kojoten durchstreifen, will Weiser Brett aus Sicherheitsgründen vor der Kamera nicht zeigen. Auch wegen seiner prominenten Nachbarn. Unter ihnen die Clintons. Das ist mein Refugium. Das Wichtigste für mich ist meine Familie. Ich habe 3 Kinder und 5 Enkelkinder. Karen, seine 2. Ehefrau. Sie begleitet ihn jeden Monat auf seinen geschäftlichen Jagdzügen durch Deutschland und Frankreich. Mein Vater war Ungar, meine Mutter Österreicherin. Also ging es bei uns zu Hause streng nach Franz-Josef-Disziplin zu. Als ich vom Militär kam, sagte ich zu meinem Vater, dass ich für den Master of Business Administration studieren wollte. Daraufhin meinte er, gut, du kannst abends lernen und am Tag bei mir arbeiten. Und das tat ich auch. So bin ich in die Finanzwelt überhaupt hineingekommen. Mein Vater ist aus Heidelberg. Und ich bin mit solchem Stolz auf unsere deutschen Vorfahren aufgewachsen. Menschen mit großer Arbeitsethik, die es zu etwas gebracht hatten. Ich würde so gern ein Comeback erleben und Deutschland wieder stark sehen. Hinter jedem großen Vermögen verbirgt sich ein großes Verbrechen. Das ist die Philosophie von Honoré de Balzac. Da denken wir Amerikaner völlig anders. Wir bewundern eher jemanden, der Erfolg hat. Das ist ein Grundunterschied zum Kontinentaleuropa, wo man meint, wenn du zu Geld gekommen bist, hast du es wahrscheinlich gestohlen. Europa wird nirgendwo hinkommen, solange es diese Haltung hat. In der Champagne führte Weiser Brett 1997 seinen bisher spektakulärsten Europafeldzug. Er setzte sein ganzes Waffenarsenal ein und entfachte, gemeinsam mit dem US-Investor Asher Edelman, einen der härtesten Unternehmenskriege Frankreichs. Familienwert gegen Aktienwert. Eine meiner erfolgreichsten Aktionen in Frankreich betraf die Tétanger-Gruppe. Das wurde zu meinem Zugpferd. Doch es war ein langer, steiniger Weg. Tétanger war ein Fall von Vetternwirtschaft. Das Familienunternehmen stand durch das seltsame französische Recht auf doppelte Stimmenzahl fest unter Kontrolle der Tétangers. Sie besaßen 30-40% der Aktien, aber über 70% der Stimmen. Damit konnten sie jeden blockieren, der ihnen zu nahe kam. Der Aktienkurs war damals sehr niedrig, weil es viele Mitglieder der Tétanger-Familie gab, die keine Stelle im Unternehmen einnahmen und deshalb hohe Vermögenssteuer hätten zahlen müssen. Um ihnen die hohe Steuerlast zu ersparen und den Familienfrieden zu wahren, hielten ihre Verwandten im Vorstand und Aufsichtsrat den Aktienkurs niedrig. Das ist eine unsinnige Behauptung. Der Aktienkurs war niedrig, weil es nur wenig Aktien und dadurch wenig Bewegung auf dem Markt gab. Der Kurs stieg nicht an, weil die Gesellschaft sehr seriös kontrolliert wurde und kein Risiko einer feindlichen Übernahme bestand. Investoren interessieren sich eher für eine Firma, wenn sie die Aktienmehrheit kaufen können. Lorsque celle-ci peut être vendue. In addition, you had the problem. Außerdem gab es ein Problem mit den vielen Familienmitgliedern, die zwar auf der Gehaltsliste standen, aber nicht arbeiteten. Diese Information bekamen wir von einem sogenannten Maulwurf, der Tétanger-Aktien besaß und uns zu Hilfe rief. Stimmt nicht. Von unserer Familie waren nur 10 Mitglieder im Unternehmen angestellt. Was ist das schon bei 15.000 Mitarbeitern? Für ein Familienunternehmen ist es letztlich auch normal, dass die Familie sich um die eigenen Geschäfte kümmert.
Außerdem haben wir unser Vermögen immer in das Unternehmen reinvestiert und Minimalgehälter bezogen. Die Gesellschaft war sehr schlecht geführt. Die Familie zerstörte Wert, weil sie nicht an Wertsteigerung interessiert war. Sie hatte lediglich ein nettes Unternehmen zu führen, zum Großteil mit dem Geld anderer. Herr Weiser Pratt war noch nie ein Manager. Alle Ratschläge, die er damals zur Unternehmensführung gab, waren für uns nichts wert. Der damalige Vorsitzende Claude Tétanger war sehr nervös, als er mich nach Reims auf eine Flasche Champagner einlud. Und als wir durch die Kellerei gingen, sah ich, dass er Tränen in den Augen hatte. Er war emotional sehr mit seinem Champagner verbunden. Das berührte mich. Herr Weiser Pratt hatte gedacht, dass es in unserer Familie Meinungsverschiedenheiten gab und kaufte Aktien in der Erwartung, dass wir bald noch mehr verkaufen müssen. Die großen Fondsbesitzer sind nur da, um wilden Kapitalismus zu betreiben. Sie bauen in ihrem Leben nichts auf, spekulieren nur mit dem Geld und lauern auf die Schwächen anderer, um durch einen finanziellen Coup davon zu profitieren. Die Tétangers sind eine mächtige Familie mit sehr guten Beziehungen. Ihre Tentakel reichen in alle Bereiche der französischen Gesellschaft. Das führte zu einem kulturellen Aufeinanderprallen zwischen dem Establishment und uns, die man, um es mit John Wayne zu sagen, als Interloper bezeichnete, primitive Eindringlinge, die hereinplatzten und für Unruhe sorgten. Herr Weiser Pratt ist ein Agitator und Spekulant mit großem Talent. Unsere Philosophie aber hat nichts zu tun mit der Welt des einfach und schnell verdienten oder schnell verlorenen Geldes. Wir arbeiten, um unser Unternehmen über Perioden von 10, 15, 20, 30, 40 Jahren aufzubauen. Und wir sind in der Geschichte eines Landes, einer Region verwurzelt. Ich glaube, dass man in einem Unternehmen nur etwas mit einer langfristigen Perspektive schaffen kann. Wenn das Management alle 2 oder 3 Jahre wechselt, kann das nicht funktionieren. Obwohl sie durch das Recht der doppelten Stimme volle Kontrolle behielt, konnte uns die Familie nicht mehr aufhalten. Im Wesentlichen half uns die Presse, die durch unsere Aktion von der Unterbewertung der Firma Wind bekam und sie publik machte, etwas, worauf wir immer zielen. Und die anderen unzufriedenen Aktionäre halfen uns. Herr Weiser Pratt hat nur ein Ziel, Geld für sich selbst zu verdienen. Sein Kreuzzug für die Rechte der Aktionäre ist nur ein Vorwand. Er will lediglich so viel Geld in so kurzer Zeit wie möglich verdienen. Ist ein Mann, der travaille pour gagner le plus rapidement possible beaucoup d'argent dans un minimum de temps. Es endete damit, dass der Investor Asher Edelman mit einem Prozess gegen einzelne Mitglieder der Familie drohte. Das war sehr gefährlich. Dabei wäre womöglich einiges ans Licht gekommen, das als Missbrauch von gesellschaftlichen Gütern unter das Strafgesetz fällt. Zur gleichen Zeit organisierte ich Werbetouren in den USA und Europa. Dabei gewann ich wichtige Aktionärsfamilien für uns, um 30% der Stimmen zu ergattern und so in den Aufsichtsrat zu kommen. Sie alle waren sehr interessiert. Als die Tétangers davon erfuhren, baten sie einen belgischen Finanier, uns herauszukaufen, mit dem Dreifachen des Aktienpreises. Da feierten wir einen glanzvollen Ausgang. Mit 18 Millionen Euro Gewinn war Weiser Pratt am Ende der Schlacht in Champagnerlaune. Heute ist die Prestige-Marke zu 41% wieder im Familienbesitz. Um sie zurückzukaufen, mussten die Tétangers mit Hilfe der Bank Crédit Agricole du Nord-Est das Mehrfache des einstmaligen Preises bezahlen. Für ausländische Investoren ist vor allem Deutschland ein immer beliebteres Jagdrevier. Banken vergeben Kredite unter immer strengeren Konditionen. Staatliche Beteiligungen werden privatisiert. Firmen haben zunehmend Finanzierungsprobleme beim Wechsel auf Nachfolger. Vor allem aber, es lockt eine große Anzahl mittelständischer Unternehmen mit internationalem Wachstumspotenzial.
Erste Etappe des Jagdzugs, München. In Deutschland, Frankreich und auch anderswo in Europa nennen sie mich Rambo oder Konzernplünderer. Das ist wohl mein Ruf hier. Bin ich wirklich ein Konzernplünderer? Mein Gott, eher das Gegenteil. So sehe ich mich wirklich nicht. Ich glaube, ich könnte nicht mal meine eigene Großmutter ausplündern. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Ich liebe es, jedes Mal nach Europa zurückzukommen. Denn hier gibt es noch viel zu tun, besonders in meinen Lieblingsländern Frankreich, Deutschland und Italien. Das sind für mich die letzten kommunistischen Länder Europas. Da herrscht noch diese Vorsorgementalität von der Wiege bis zum Grab, bei der sich der Staat um alles kümmern soll. Wo bleibt dann die Motivation zu arbeiten? In Frankreich haben die Arbeiter die 35-Stunden-Woche. Wen kümmert's? Danach gehen sie in Urlaub für den Rest der Woche. Und die größte wachsende Industrie in Frankreich findet man nicht im Privatsektor, sondern ist die Behörde. Der Staat frisst sich an der Privatindustrie satt und wirkt sie dabei ab. Ich bin so stolz darauf, dass mein Mann hier ist, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen und in das 21. Jahrhundert zu führen. Es ist keine leichte Aufgabe, denn die Mentalität ändert sich nur sehr langsam. Es besteht noch ein großer Widerstand gegen das, was wir tun. Widerstand regt sich in Deutschland vor allem, wenn Investoren Firmen in Einzelteile zerschlagen wollen. Wir sind auf dem Wege zu KUKA, einem unserer erfolgreichsten Geschäfte in Deutschland. Durch eine Branchenanalyse entdeckten wir in KUKA ein mindestens dreimal so hohes Wertpotenzial wie der damalige Verkaufspreis. Doch für diese Steigerung musste sich KUKA von einigem Unrat befreien. Als Weißer Brett 2003 mit 5% in den Konzern einstieg, hieß er noch IWKA und war eine kriselnde Firmengruppe mit 3 Geschäftszweigen. Roboter für die Automobilindustrie, Fahrzeugteile, Verpackungsmaschinen. Mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden Euro und 13.360 Mitarbeitern war die IWKA damals einer der größten Maschinenbaukonzerne Europas. Wir fingen an, Aktien zu kaufen. Ganz heimlich, denn wir verraten unsere Pläne nicht, sonst springt der Aktienpreis gleich nach oben. Es ist ein bisschen wie bei einer Militärkampagne. Das Terrain sondieren, sich herantasten und herausfinden, wo der schwache Punkt des Feindes liegt. Und der war im Fall KUKA das Management. Weißer Brett ist sicher für einige Manager ein Schrecken, nämlich für die, die meinen, sie könnten ihre Unternehmen nur verwalten. Der Aufsichtsrat war sehr faul und nicht an den Aktionären interessiert. Bei der Versammlung fragten wir die Aufsichtsratsmitglieder, wie viele Aktien sie besäßen. Und sie sagten, gar keine. Ich fragte, warum? Und sie erwiderten, Interessenkonflikt. Interessenkonflikt. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates sollte Aktien besitzen. Es sollte ein Interesse an dem Unternehmen haben, für das es verantwortlich ist. Dieser Begriff vom Interessenkonflikt ist einfach mittelalterlich. Sie verstecken sich hinter der Tatsache, dass sie womöglich auch an die Aktionäre denken sollten. Das alte Management hätte dazu geführt, dass das Unternehmen IWKA und damit auch die KUKA AG letztlich möglicherweise in einen Konkurs hineingewandert wäre. Es gab weder Integration noch Koordination mit der Verpackungssparte. Es war ein Chaos. Ich glaube, dass es eben das rechtzeitige Reagieren
auf Schwierigkeiten, die sie abzeichnen, eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit ist. Wir kamen ein paar Mal zusammen und sie erklärten uns, was sie alles verändern und verbessern wollten. Aber ich glaubte ihnen nicht. Wir sahen, dass sie sich nicht schnell genug bewegten. Da wussten wir, dass es an der Zeit war, aggressiver zu werden. Entweder sie machten einen schnelleren Schritt, um die nutzlose Verpackungssparte zu verkaufen, oder wir würden zu einer Kampfabstimmung bei einer außerordentlichen Aktionärsversammlung rufen. Das war unsere Drohung, aber sie glaubten uns nicht. Er kann mit relativ wenig Anteilen, die eben sonst eigentlich überhaupt keine Aktionen ermöglichen würden, und der medialen Präsenz, kann er trotzdem etwas bewegen. Wir suchten einige der größten Aktionäre auf und überzeugten sie, dass wir die richtige Strategie hätten, um Wert für das Unternehmen zu schaffen. Ein heilsamer Druck. Ich finde den nicht schlecht. Manager werden sehr gut bezahlt. Sie müssen sich dieser Verantwortung stellen. Wir hielten unsere Waffen in Anschlag, erzeugten weiterhin Druck und gewannen die Kampfabstimmung. Der Vorstandsvorsitzende musste zurücktreten und ein paar Monate später kam auch das Ende des gesamten Aufsichtsrats. Aber das war nur der Anfang der Arbeit. Wir machten anschließend Druck auf den Aufsichtsrat, damit der widerborstige Übergangsvorstandsvorsitzende den Weg für Gerhard Wiedemann freigab, obwohl der anfangs mit dem Verkauf der Verpackungssparte nicht hundertprozentig einverstanden war. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn man wieder zurückblickt, ist man immer schlauer, als wie das zu dem Zeitpunkt eben ist, wenn man selber damit eben konfrontiert ist. Es ist sicherlich so, dass eben das nicht mit dem Tempo realisiert wurde, wie das letzten Endes notwendig war. Der Konzern stimmte dem Verkauf der Verpackungssparte zu und bekam von einem deutschen Private Equity Fonds eine riesige Summe dafür, verknüpft mit einer 5-jährigen Beschäftigungsgarantie für die Arbeitnehmer. Ungeheuer. Die Arbeitnehmer sind überglücklich. Sie haben 5 Jahre Beschäftigungsgarantie bekommen. Fünf Jahre ist Weißer Brett nun schon beim Roboterbauer KUKA aktiv. Er verspricht sich noch eine weitere Steigerung des Aktienkurses. Mit 9,7% Anteil ist er heute KUKAs Hauptaktionär. Selbst herzliche Begrüßung vom lokalen Gewerkschaftssekretär. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft Roboter wurde den Zahlen nach zur Erfolgsstory. Überall plus. Aufträge 23,3%, Umsatz 22,3%, Aktienwert 8,24%, Mitarbeiter 4,9%. Sogar Gewerkschaftsstudien belegen, Heuschrecken verursachen nicht immer einen Kahlschlag. Doch den Preis für den Erfolg und die gestiegenen Aktienkurse zahlen vielfach die Mitarbeiter. Durch den Einstieg der Finanzinvestoren wird der Druck auf KUKA, Profite zu erwirtschaften, immer größer. So hatten wir in den letzten Jahren die Situation, dass wir ohne rote Zahlen gezwungen waren, Beschäftigte abzubauen. Mitarbeiter bei Roboter haben auf 10% Lohn verzichtet, damit Ergebnisse da sind für die Aktionäre. Bei KUKA Systems haben die Menschen umsonst gearbeitet und der Druck ist immens. Wir suchen Ziele, um viel schneller zu expandieren. Um in einer für uns profitablen Situation zu expandieren. Letztes Jahr war sehr hart für die Arbeitnehmer. Und jetzt ist es an der Zeit, dass sie die 10% Gehalt, auf die sie verzichtet haben, zurückbekommen. Selbstverständlich. Und wir wollen wachsen. Der zurückgetretene Vorstandsvorsitzende Hans Fahr, der 9 Jahre lang die IWKA bei moderater, aber beständiger Rendite geführt hatte, lehrt heute Management an der Universität Karlsruhe. Wenn Finanzinvestoren an der Macht sind, dann spielt nur noch der Cashflow die entscheidende Rolle. Innovationen zu starten, Produktentwicklungen weiterzutreiben, das ist nicht vordergründig im Sinne der Finanzinvestoren. Wenn sich der Markterfolg nicht sofort einstellt,
dann sagt ein Finanzinvestor, okay, wir müssen diese Entwicklung stoppen, während der Unternehmer sagt, nein, lass es uns noch durchhalten, weil auch das Herzblut in dieser Maschine drinsteckt und er von der technischen Lösung überzeugt ist und sie dann auch durchhält. Etwas Komplexes zu erklären oder zu führen, das passt nicht in die Börsenwelt. Deshalb war auch meine Meinung, dass eigentlich die IWKA gar nicht an die Börse gehört. Die Börse ist besser in der Lage, monokausale Firmen zu halten, als eine komplexe Struktur, die diversifiziert ist mit mehreren Bereichen. Der Aktionär, wenn er eine Aktie kauft, weiß er, ich kaufe eine Automobilaktie, die stellen Automobile her, das ist klar. Wenn er allerdings eine IWKA-Aktie zu der damaligen Zeit kauft, ist das natürlich ein breit aufgestelltes Unternehmen mit drei unterschiedlichen Säulen, die komplementär sind miteinander. Also die Verpackungstechnik konnte was mit Robotern anfangen und die Automobiltechnik auch. Und das war eigentlich der Pfiff, weil sie auf der einen Seite das Risiko wirklich gestreut haben, in unterschiedlichen Konjunkturzyklen sind und es eben schaffen, mit ihrer Unternehmenskultur eine Langfristigkeit aufzubauen. Die Firmen können sich langfristig in Ruhe entwickeln. Die Welt des Börsenhandels hat sich eben durch die unglaublichen Entwicklungen in den Finanzmärkten, durch die Derivate, alles, was im Finanzmarkt passiert, sich völlig, fast völlig unabhängig entwickelt zu dem Unternehmensgeschehen. Wenn die Aktienkurse schwanken, das hat eigentlich nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun. Macht man dieses Spiel in Anführungszeichen mit? Gehorcht man diesen Börsengrundsätzen oder sagt man Nein? Und ich habe deshalb das Nein auch gesagt, damit ich mir persönlich und ich wieder jeden Morgen in den Spiegel schauen konnte, weil ich war mir der Verantwortung dieser Struktur bewusst und ich wollte sie nicht zerschlagen. Nicht mit mir. Der Umstrukturierungsprozess war für die Beschäftigten sehr hart. Es wurden ganze Bereiche verkauft, wie die Verpackungstechnik. Dort bekommen die Menschen teilweise weniger Geld, weil Leiharbeit jetzt Einzug hält und Stammarbeitsverhältnisse reduziert wurden. Wir waren traditionell ein Unternehmen mit vielen Standbeinen. Jetzt ist uns sehr wichtig, dass die beiden Firmen zusammenbleiben. Für diese Produkte brauchen wir KUKA-System und KUKA-Roboter zusammen, denn mit den Robotern allein geht es nicht. Klar, verstehe ich. Beide Gesellschaften sind sehr wichtig für uns. Und nun zurück, bitte. Mein Grundethos, der eines amerikanischen Marines, wird gern mit dem eines Feuerwehrmannes, eines Priesters oder eines Polizisten gleichgesetzt. Es ist der Ethos zu helfen. Leuten zu helfen, die als Aktionäre ihr hart verdientes Geld, ihre Ersparnisse, vertrauensvoll in die Hände von Aufsichtsratsmitgliedern gelegt haben. Und wenn die ihre Verantwortung gegenüber den Aktionären ignorieren, wer soll sie noch schützen? Wer? Jetzt will der Aktionärsaktivist sogar die Altenpflege mit seinen Dollars und Ideen missionieren. Wir sind auf dem Weg zum Management von Curanum. Sie haben zugesagt, dass Sie einen unserer Vertreter in den Aufsichtsrat übernehmen werden. Die Branche der Altenpflege wird wegen der alternden Bevölkerung noch weiter expandieren. Leider geht es in Deutschland ziemlich sozialistisch zu. Das System ist dabei, bankrott zu gehen, und die Politiker, Gott segne sie, werden früher oder später gezwungen sein, aufzuwachen, indem sie die Branche deregulieren und für den freien Markt öffnen. Achtung Deutschland, wach auf! Achtung, Germany, wake up.
Erstes Treffen mit dem Vorstand der Curanum AG, des drittgrößten Altenpflegeanbieters Deutschlands. 68 Pflegezentren für insgesamt 7.638 Patienten. Jahresgewinn 8 Millionen Euro bis zu zweistelliger Rendite. Mit 5,3% ist Weiser Brett gerade bei Curanum eingestiegen. Die Fakten werden ignoriert, weil wir große Wohlfahrtsfirmen haben, die an politische Parteien gebunden sind und von ihnen abhängig sind. Das ist ein großes Problem. Und es ist ein großes Problem, dass die Politiker den Leuten nicht die Wahrheit erzählen. Wir haben in Deutschland ein Eine-Klasse-Ein-Preis-System. Das bedeutet, ob man zu einem Heim wie dem unseren oder auch zu einem vom Roten Kreuz geht, der Staat entscheidet und nicht man selbst, welche Art von Pflege man bekommt. Selbst wenn unsere Verwandten in unser Heim kommen sollten, würden sie auf den einen Wohlfahrtsstandard herabgestuft. All das muss in ein Mehrklassensystem geändert werden, sonst ist das bald nicht mehr finanzierbar. Ich habe ganz klar beschlossen, in Curanum zu investieren, weil das Unternehmen als Marktführer die Konsolidierung in Deutschland vorantreibt. Der Konsolidierungsprozess wird langsamer sein als erwartet. 55% der Anbieter auf dem Markt sind gemeinnützige Unternehmen, von denen wiederum 7% kommunal sind. Und die sind natürlich nicht das Ziel unserer Konsolidierung. Sie sind eher ein Problem auf dem Markt, weil 80% von ihnen Verluste machen. Sie haben zu viel Personal und veraltete, inadäquate Strukturen. Überhaupt ist es schwer, Personal mit wirtschaftlicher und nicht allein sozialer Kompetenz zu finden. Im Moment werden Sozialhilfeempfänger völlig von der Lokalbehörde finanziert. Wenn aber Privatpatienten zusätzlichen Service bekommen und dafür mehr als die eigentlichen Zusatzkosten zahlen würden, könnten wir die Sozialhilfeempfänger mitfinanzieren, sodass sie schließlich auch davon profitieren würden. Wir hätten ein allgemein höheres Qualitätsniveau, teils von den Patienten selbst bezahlt. Und die größere Finanzspritze würde von den Privatpatienten kommen, die bessere Pflege, besseren Service und bessere Umgebung genießen könnten, weil mehr Geld auf dem Markt wäre. In sehr großen Pflegeeinheiten mit sehr vielen Patienten können wir Synergieeffekte schaffen, um effizienter zu operieren und ein Kontrollsystem aufzubauen. Wir müssen ganz genau wissen, wie viele Menschen auf welchem Niveau sich jeden Tag in jeder Einheit befinden. Der Fluss muss genau reguliert und kontrolliert werden. Nur so haben wir die Garantie, Geld damit zu verdienen. Denn wir müssen unsere Preise mit der Behörde verhandeln und sie will die Beiträge nicht erhöhen. Wenn ich Sie sprechen höre, frage ich mich manchmal, ob ich statt in München nicht in Moskau mit einem lokalen Parteigenossen zusammensitze. Das ist ja erschreckend. Mönchengladbach. Eine Stadt stemmt sich erfolgreich gegen die Privatisierung der Altenpflege und wirft die Frage neu auf. Darf und muss man überhaupt in Sozialbereichen Rendite machen? Die Sozialholding der Stadt. 6 kommunale Pflegeheime und 4 Wohnprojekte mit 632 Bewohnern. 2007 wurde sie als bester Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet. Eine Ausnahme unter den ausschließlich mit Pflegegeldern finanzierten Altersheimen, die öfter wegen Ineffizienz und mangelhafter Versorgung Schlagzeilen machen. Wir sind als kommunales Unternehmen, da sagt man ja so gerne, wir können nicht wirtschaften, ein kerngesundes Unternehmen. Das heißt, wir wirtschaften ordentlich, wir machen auch Überschüsse, aber die reinvestieren wir in Gebäude oder in zusätzliches Personal, um den Alltag der Menschen noch kleingliedriger gestalten zu können. Das heißt, alles, was Sie spielen, aber ist die Erinnerung und ist frei aber gespielt. Ich spiele mindestens auswendig 2.000, 3.000 Stück. Wenn man, wie wir, im Dialog ist mit den Kunden, wenn man sie fragt, was die Bedürfnisse sind, dann kann man die Arbeit viel effektiver strukturieren, sodass es möglich ist, kostendeckend oder mit Überschüssen zu arbeiten, die man dann reinvestiert ins System. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Großkapital hier mit Renditen von 10% arbeiten kann, ohne
dass dies qualitativ zulasten der Betreuung für die älteren Menschen geht. 75% der Kosten insgesamt sind Personalkosten. Wenn ich sparen will, spare ich vor allen Dingen an Personal, da wo ich nicht sparen darf. Es wird aber nicht unangemeldet, kontrolliert. So habe ich immer wieder Schlupflöcher, wenn ich dies will, wenn mir die Rendite nicht ausreicht. Wenn ein Vollbad 25 Minuten dauert, dann kann ich das natürlich nach 15 Minuten abbrechen und spare Zeit und damit Kosten. Wenn man über eine Stadt hinausgeht mit den Angeboten und normiert, dann bricht man das, was uns wichtig ist, nämlich die Individualität. Wir brauchen also in Deutschland nicht noch mehr Altenheime, die Privatinvestoren betreiben, sondern wir brauchen verschiedene kleingliedrige, differenzierte Angebote in den Kommunen, damit die Angehörigen keine weiten Wege haben, damit die Menschen, die im Stadtteil leben, auch noch einen Kontakt zu ihren Eltern, Mitbürgerinnen und Mitbürgern haben. Ich bin zwar in philanthropische Initiativen involviert, aber dies ist keine philanthropische Investition, denn ich muss die Anteilseigner meines Fonds zufriedenstellen. Ich würde gern wissen, wie Sie die Zukunft von Curanum sehen. Wir und auch die Regierung erwarten innerhalb der nächsten 20 Jahre weitere 3 Millionen Menschen, die aufgrund verschiedener Leiden ambulante oder stationäre Pflege brauchen. Und das ist ein riesiges Potenzial für uns. Wir erwarten für die nächsten 2 Jahre weiterhin eine Rendite zwischen 13% und 15%. Wir haben Grund zu Optimismus. Aber das sieht aus, als würde der gleich aus dem Bild rausspringen, ne? Ja, gucken Sie mal die Augen an. Es ist schon ein Unterschied, ob ich wieder reinvestiere, wenn ich Synergieeffekte erreiche, oder ob ich schlichtweg die Norm erfülle und dann das Geld, was eingespart wird, dann privat ausschütte. Für die hohen Küchen? Ja. Schön, prima. Privatinvestoren wie Herr Rizzaprat sind aus meiner Sicht gefährlich, weil Menschen keine Immobilien sind, weil Menschen Individuen sind, die täglich andere Bedürfnisse haben und ich kann da nicht einheitlich Kosten sparen, ich muss täglich unterschiedlich damit umgehen, damit sie auch würdevoll leben können. Hamburg, letzte Etappe der Reise. Hier im Norden hat Weiser Brett noch eine Rechnung offen. Es ist eine hübsche alte deutsche Stadt, aber lange Zeit auch das Zentrum sozialistischer Aktivitäten in Deutschland. Really? Wirklich? Treffen mit Investmentbanker Sebastian Freitag, Weiser Bretts Statthalter in Deutschland. Sie diskutieren ihre Prozessstrategie gegen den Vorstand des Fotodienstleisters CW Color. Gerichtsklagen sind neben der Presse Weiser Bretts Lieblingswaffe. Auf 7% hat Weiser Brett seine Beteiligung an CW Color aufgestockt. Der Fotodienstleister aus Oldenburg ist mit 413 Millionen Euro Umsatz europäischer Branchenriese. 2007 entflammte ein Konflikt zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Rolf Hollander und amerikanischen Investoren, unter ihnen Weiser Brett. Sie hielten CW Color für überkapitalisiert und forderten eine Sonderdividende von 5 Euro. CW-Chef Hollander sah das als Angriff auf die Substanz der Firma und weigerte sich. Als der Vorstand die amerikanischen Investoren noch friedlich an sich binden wollte, musste Andreas Schubert, Chef der Lebensmittelfirma Karl Kühne KG, seinen Sitz im Aufsichtsrat des Fotodienstleisters für deren Vertreter räumen. Die Sonderausschüttung sollte so weit gehen, dass man die Kredit finanzieren muss. Das ist natürlich für mich ist das von vornherein unmöglich. Aber in der Situation, in der sich CW Color befand oder befindet, ist es noch unmöglicher. Sie dürfen nicht vergessen, die befinden sich in einem völligen technologischen Umbruch. Sie kommen von der analogen Fotografie und gehen in die digitale.
Ich habe mich für CW Color interessiert, weil der Aktienpreis sehr unterbewertet ist. Schlechtes Management einfach. Sie haben nicht rechtzeitig die Umstellung auf die Digitalfotografie eingeleitet. Die Equity-Fonds haben Renditevorstellungen, Eigenkapitalrenditevorstellungen, die im Normalfall nicht erzielt werden. Und damit beginnt eigentlich die Problematik, dass die natürlich dann sehr, sehr aggressiv sind in ihren Forderungen und dass ein Management in den Phasen, zumindest auch wie CW sich befindet, das gar nicht erfüllen kann. Auf einmal sind amerikanische Investoren auf dieses Dorf in Gallien gestoßen, ja, und haben es konfrontiert mit der Realität. Haben das Management aufgestreckt und haben denen erklärt, dass sie eigentlich für Aktionäre arbeiten. Und das sind zwei Welten ohne besondere Vorbereitung aufeinandergeprallt. Und das hat eben beim Management zu Panik geführt, ja, und sie zu Handlungen veranlasst, die ethische und moralisch und vor allem auch technisch versierte Manager nie getroffen haben. Es gibt Tonbandaufnahmen eines Gesprächs, in dem sie beschließen, den Aktienpreis herunterzufahren, um Aktionäre zu vergraulen, die gegen sie opponierten. Es hatte da ein Telefonat gegeben, Conference Call, deren Teilnehmer alle angemeldet waren, und die haben halt sich weiter unterhalten, ohne sich bewusst zu sein, dass nicht alle Teilnehmer sich aus dem Conference Call verabschiedet hatten. Das ist natürlich extrem bescheuert. Und da stellte sich eben heraus, dass das Management um Investoren wie Wiser Putt oder andere aus dem Aktionariat zu drängen, Gewinnwarnungen plante als Abschreckungsmanöver. Wenn jemand in den USA so etwas macht, kommt er sofort in Handschellen ins Gefängnis. Aber hier können solche Typen weiterhin die Firma leiten. Also ich gehe davon aus, dass das alles sehr legal ist, was die gemacht haben. Ich kenne die Rechtsberatung von CW Color. Ich halte die für außerordentlich kompetent. Der Staatsanwalt hielt jeden Verdacht auf Aktienmanipulation für nichtig. Aber solche lokalen Staatsanwälte sind in der Hand von Politikern. Sie sind wie Ratten, die das Schiff verlassen. Sie stecken alle zusammen. Das Management von CW gemeinsam mit der Mehrheit der Aktionäre hat gefeitet, hat gefochten gegen diesen Angriff. Dabei sind sicherlich alle legalen Mittel ausgeschöpft worden, die man hat. Also man hat ja auch eigene Aktien an den Pensionsfonds verkauft. Der Vorstand hat Unternehmensaktien, die keine Stimmberechtigung enthielten, neu herausgebracht, damit sie wieder stimmberechtigt wurden und sie dann in geneigte Hände gelegt. In einer miteinander abgestimmten illegalen Aktion haben sie sie überteuert an die eigene Pensionskasse und an die lokale Landesbank verkauft. Das klingt sehr nach Machiavelli. Wir prozessieren jetzt. Der Krieg geht weiter. Wiser Pratt steht für eine Maximierung des Gewinns, Unternehmen für einen nachhaltigen Gewinn. Aus diesem Grunde glaube ich, dass CW sich so wehren musste. Wiser Pratt ist es wahrscheinlich nach 5 Jahren, wenn er das alles richtig gemacht hat und hat seine Rendite eingefahren, dann ist das Unternehmen für ihn zur Seite gelegt. Das gibt es dann noch, aber es interessiert ihn nicht mehr. Vorstandsvorsitzender Rolf Hollander mobilisierte damals Presse, Politiker und Beschäftigte gegen die Heuschrecken. Wir haben im Gesamtbetriebsrat gesagt, okay, also wenn die jetzt die 5 Euro kriegen an Ausschüttung, dann haben die uns in der Hand und dann werden Labore geschlossen. Dann werden wir Arbeitsplätze verlieren. Und haben gesagt, das können wir nicht machen, wir müssen den Vorstand stützen, wir sind Mitarbeiter von CW Color. Und haben im Gesamtbetriebsrat beschlossen, zeitgleich in allen Laboren Demonstrationen vor dem Labor zu machen. Mein Ziel ist zu gewinnen. Vor der Hauptversammlung treffen Wiser Pratt und sein Kontrahent, Vorsitzender Rolf Hollander, noch freundlich aufeinander. Doch gleich darauf kommt es zum Schlagabtausch. Oldenburg gegen die USA. Voodoo-Ökonomie und Rambo-Kapitalismus werfen Lokalpolitiker und Journalisten den US-Investoren vor. Es gibt sehr viele Kleinaktionäre von CW. Die waren früher mal Mitarbeiter oder sie wohnen in Oldenburg und die haben alle 100 Aktien oder 50 Aktien. Sie sehen das auch an den Hauptversammlungen, wie viele da hinkommen. Die haben eine Bindung zu CW Color und die waren auch sicherlich diejenigen, die die ganzen Anträge der Equity-Fonds mit abgeschmettert haben. Doch für Wiser Pratt nur eine verlorene Schlacht und längst nicht das Ende des Krieges. Norddeutschland ist Wiser Pratts zurzeit heißestes Schlachtfeld.
2007 ist er beim Touristik- und Schifffahrtskonzern TUI eingestiegen, mit nur 1%. Doch damit hat er sofort den Vorstandsvorsitzenden Michael Frenzel unter Beschuss genommen. Frenzel muss gehen, sonst ist es Krieg, drohte der Amerikaner. Eine Allianz mit dem TUI-Hauptaktionär, dem norwegischen Großreeder John Fredriksen, hat er bereits geschlossen. Sie wollen die zur TUI gehörende Reederei Hapag-Lloyd abspalten und kursfördernd verkaufen. Ein Interview mit der Financial Times Deutschland nutzt Weiser Brett für seinen Feldzug gegen TUI-Chef Frenzel. Haben Sie versucht, mit Herrn Frenzel zu sprechen? Ja. Und? Er ist ein Angsthase. Er will mich nicht sehen. Klar, man geht nicht mit einer Schachtel Pralinen zu jemandem wie Frenzel. Eigentlich hätte er schon längst das Unternehmen verlassen müssen. Denn es machte in seinen 14 Jahren dort einen Verlust von 25%, während der DAX-Index um 256% geklettert ist. In derselben Zeit ist Frenzels Gehalt auf das Vierfache gestiegen. Irgendetwas scheint da nicht zu stimmen. Aber das Hauptthema ist jetzt die Spaltung des Konzerns. Das ist ein Teil davon. Die Aktionäre fordern eine Spaltung von Hapag-Lloyd, was aber nicht unbedingt heißt, dass die Reederei aus Hamburg verschwindet. Nach der Spaltung sollte sie einfach mit einer anderen Reederei fusionieren, um noch stärker zu werden. So schafft man Wert. Haben Sie berechnet, wie hoch der Gesamtwert der einzelnen Sparten ist? Klar. Und? Wie viel? Wir kommen zu einer Zahl zwischen 28 und 31. Und warum haben Sie diese Zahlen nicht öffentlich gemacht? Haben wir. Aber mit allen Details? Nein, nicht mit allen Details. Um überzeugt zu sein, würde ich die Berechnung mit all den Details gerne sehen. Wir zeigen sie nur bestimmten Leuten. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen und niemand hatte eine Berechnung gesehen. Wirklich? Dann haben Sie nicht mit denen gesprochen, denen ich sie gezeigt hatte. Ich weiß, dass die Mehrheit der Aktionäre genug von Herrn Frenzel hat. Großreeder Fredriksen besucht gerade alle wichtigen Aktionäre und versucht, sie zu überzeugen. Ein taffer Typ, dieser Fredriksen, ein echter Wikinger. Wissen Sie, es gibt kein Wort für Schwächeln auf Norwegisch. Als Arbeitnehmervertreter und mehrjähriger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von TUI hat Jan Karmann lange den Kurs des Vorstands unterstützt. Michael Frenzels Plan, die beiden Säulen des Konzerns, die florierende Hamburger Reederei und die kriselnde Touristiksparte aus Hannover zu fusionieren, um eine Spaltung zu vermeiden, ist bereits am Widerstand der ausländischen Investorenallianz gescheitert. Nun steht die größte deutsche Containerreederei zum Verkauf. Also der Weiser Brett ist ein Beispiel dafür, wie internationale Finanzraubtiere sich orientieren. Also wenn es abgespalten wird als Reederei, dann kann es natürlich durchaus auch in Hamburg erhalten bleiben. Aber wenn es an einen Finanzinvestor geht, dessen Ziel ist ja, die Reederei auf dem internationalen Markt zu verkaufen. Und der schaut nicht danach, ob es ein hamburgisches Interesse gibt an der Reederei, sondern der schaut danach, wer ist bereit, mir das meiste Geld für so eine Reederei zu bezahlen. Und die sind in der Regel in Ostasien oder sonst wo. Und das führt mittelfristig, mindestens mittelfristig dazu, dass so eine Reederei aus der Region verschwindet. Da sind 1400 Menschen, die bei Hapag-Lloyd arbeiten. Vom Pförtner bis zum Vorstand. Die arbeiten an Land. Da gibt es 500, 600 Offiziere und Ingenieure, die auf den Schiffen arbeiten, die auch in der Hamburger Region arbeiten. Da gibt es Matrosen, da gibt es Köche. Die Leute identifizieren sich mit dieser Reederei, weil sie ein Stückchen Seeschifffahrt repräsentiert, weil sie maritimes Know-how repräsentiert, weil sie Ausbildungsplätze schafft, weil sie dazu beiträgt, dass Nautiker ihre Patente ausfahren können, um Kapitän zu werden. Und insofern ist das schon ein Stückchen nicht nur Geschichte von Hamburg, sondern das ist ein Stückchen Identität von Hamburg und der Region. Und da muss man politischen Druck erzeugen, weil man nicht zulassen darf,
dass eine Reederei, die auch durch schifffahrtspolitische Maßnahmen, die ja Regierung, Reedereien und Gewerkschaften entwickelt haben, dass die Reederei, die davon profitiert, nun auf dem internationalen Markt besonders beobachtet wird und Finanzinvestoren die Früchte, die sich nun entwickeln, absahen. Und da kann man schon auch Weißer Brett als Beispiel dafür nehmen, dass man dazu jetzt mindestens auch gesetzliche Initiativen braucht. Beispielsweise, indem man einen Investor zwingt, eine bestimmte Zeit sein Investment in dem Unternehmen zu halten. Die Finanzinvestoren sind ja nur an dem Unternehmen als Ware interessiert. An der Stelle fehlen Transparenzvorschriften in dieser Republik. Warum steigt ein Finanzinvestor in ein Unternehmen ein? Was für Ziele verbindet er damit? Wo will er das Unternehmen hinführen? Was gibt er dem Unternehmen für eine mittelfristige, langfristige Perspektive? Da müssen Finanzinvestoren gezwungen werden, klarer zu dokumentieren, mit welchen Absichten sie das Investment in einem Unternehmen verbinden. Das ist das Hapag-Lloyd-Gebäude. Das mit dem grünen Dach und den Flaggen in der Mitte. Wunderschön. Elegant. Siehst du den Schriftzug? Frenzel ist in meinen Augen der typische sozialistische Mafia-Pate, der an sein Gefolge Süßigkeiten verteilt in Form von freien Kreuzfahrten und Flügen. So gelingt es ihm, den Aufsichtsrat unter Kontrolle zu halten. Es gab schon in den letzten Jahren ein paar Aktionäre, die protestierten. Aber irgendwann wurden sie müde, auf einen Wechsel zu warten und verkauften ihren Anteil. Ich mag es, einzusteigen, wenn alle anderen schon aufgeben. Das ist genau die Zeit für uns, in Deutschland zu investieren. Manchmal ist es ein aussichtsloser Fall, aber in diesem Fall sehe ich mehr Anlass zum Enthusiasmus. Du gibst einfach nicht auf. Es ist eine Schlacht, die im Jahr 2000 anfing. Er hatte den Konzern Babcock Borsig, in den ich investiert hatte, in den Bankrott gestürzt. Und dann hat er 750.000 Euro aus der Firmenkasse gezahlt, um nicht ins Gefängnis zu kommen. In den USA hätten sie ihn und den Staatsanwalt ins Gefängnis gebracht. So geht es hier zu, leider. Aber wir geben nicht auf. Da es in Deutschland kaum Renten- oder Lebensversicherungsfonds gibt, wer sonst als ausländische Investoren sollte hier Aktien kaufen? Wenn es uns nicht gäbe, wären die Kosten vom Kapital in der deutschen Industrie viel höher. Eigentum verpflichtet, so Artikel 14 des deutschen Grundgesetzes. Doch wie lange wird dieses Prinzip der sozialen Verantwortung in der schönen neuen Welt der Finanzinvestoren noch gelten? Oder ist es schon längst im undurchschaubaren Börsenstrudel untergegangen?